Hey, ich bin's, Alex von Turn On, und wie ihr sehen könnt, ich bin heute mal ganz woanders. Ich bin nämlich in New York, denn hier wird jetzt in wenigen Augenblicken das neue OnePlus 6T vorgestellt, und ich bin vor Ort, um mir das mal anzugucken und was es am Ende wird, beziehungsweise worauf wir uns freuen können. Das schauen wir uns heute mal in einem ersten Hands-On etwas genauer an. Wieso habe ich es denn schon? Das Event kommt ja noch. Mein Gott, was ist das? Okay, wir haben uns jetzt ein bisschen weiter bewegt vom Pier. Wir sehen jetzt hinter mir die Brooklyn bzw. die Manhattan Bridge. Und es ist tatsächlich so, dass das Event von OnePlus im Verhältnis oder im Vergleich zu den anderen Marken wie Huawei und Apple schon etwas kleiner ist, aber dafür ambitioniert. Und trotz des mittlerweile 1, 2, 3, 5, 6, 7 12. Modells merkt man, dass es tatsächlich hier immer noch um Community geht. Also das, was sie nicht nur als Marketing-Sprech benutzen, beziehungsweise als Image, sie leben es auch aus. Und das merkt man bei solchen Events tatsächlich ziemlich deutlich. Es ist also eine coole, kleine, in Anführungszeichen, Runde, die man miterleben durfte hier in New York. Deswegen nochmal danke OnePlus für die Möglichkeit. So, wir sind weg vom Pier 36. Wir sitzen jetzt am Times Square. Hinter mir der eine Teil und hinter euch der andere Teil. Ich dachte mir aber, wir können jetzt mal über das Telefon sprechen und vielleicht auch aktuelle Flaggschiffe ein bisschen in Bezug bringen, denn ihr vergleicht ja selber auch immer ganz fleißig. Das ist das neue OnePlus 6T. Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Spoiler für all diejenigen, die ein OnePlus 5 bzw. 6 haben. Habt ihr einen 5er, lohnt sich das Upgrade? Habt ihr einen 6er? Nicht wirklich, denn es ist vieles gleich geblieben. Das heißt, gleiche Kameramodule, gleicher Prozessor, gleicher Speicher. Aber es sind ein paar kleine, feine Details, auf die vielleicht zu sprechen kommen, die neu sind. Fangen wir noch mal beim offensichtlichsten an, das neue Display. 6,41 Zoll, OLED mit einem Seitenverhältnis von 19,5 zu 9. Super langer Lulatsch, aber hilft tatsächlich, bei manchen Spielen, Fortnite und Co., ein bisschen immersiver zocken zu können. Wenn wir schon beim Display sind, schauen wir uns das doch mal im Verhältnis zum Beispiel zu einem Google Pixel 3 an, die Notch. Hier zeitloses, kleines, lustiges Tröpfchen und hier ein großes, weit reinragendes Teil. Klar, zwei Kameras, eine Kamera, aber von der Zuverlässigkeit, gerade auch bei Face ID, bei der Gesichtserkennung, steht die hier im Nichts nach, zum Google Pixel beispielsweise. Rückseite, wenn wir zum Design mal kommen, ist es hier eben ein sanftes Matte Black Finish mit zwei Kameras, und bei Google ist es zum Beispiel nur eine Kamera. Und wenn wir nochmal einen Vergleich herholen, zum Beispiel das aktuelle Mate 20 Pro, da sieht man auch interessante Sachen, dass Huawei ein ganz anderes Design fährt. Hier ein quadratisch praktisch gut Kameradesign und hier das klassische längliche Design. Klar, zwei Kameras, hier drei Kameras. Interessant, diese Unterschiede mal zu sehen, wie welcher Hersteller fährt. Wir haben das gleiche Kameramodul, wie gesagt, auf der Rückseite 16 bzw. 20 Megapixel optisch bzw. elektronisch stabilisiert und auf der Vorderseite 16 Megapixel elektronisch stabilisiert. Hat sich nichts geändert, man könnte sich jetzt ein 6er, OnePlus 6er Review angucken, aber softwareseitig hat sich ein bisschen was getan. Das heißt, wir haben jetzt eine auch von der Konkurrenz groß beworbene Nachtfunktion. Die wurde sogar bis heute noch geupgradet. Das heißt, finale Ergebnisse zu zeigen bzw. zu bewerten ist schwierig. Aber ihr könnt euch jetzt mal in der Videobeschreibung einen Link angucken, wo schon ein paar Fotos testweise hochgeladen sind. Dann könnt ihr ein bisschen herumspielen oder euch den Eindruck bekommen, was das 6T aktuell für Fotos schießt, nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht. Meine Erfahrung bisher, die Nachtfunktion ist neben iPhone und Huawei am in Anführungszeichen schlechtesten. Mehr Details und Dynamikumfang in Anführungszeichen bei Nachtaufnahmen schafft immer noch Huawei. Prozessortechnisch Snapdragon 845, bis zu 8 GB Arbeitsspeicher und bis zu 256 GB internen Speicher. Los geht das Ganze mit der kleinsten Konfiguration an 579 Euro. Immerhin hat man schon 128 GB Speicher drin. Ist übrigens nicht erweiterbar. Und last but not least, die für mich in Anführungszeichen geilste neue Funktion, und zwar der Fingerabdrucksensor unter dem Display. Man hält einfach seinen Daumen drauf und zack, ist man drin mit einer shiny Animation. Aus Erfahrung, gerade auch im Vergleich mit dem Mate 20 Pro, was diese Funktion jetzt auch beinhaltet, ist es tatsächlich wesentlich schneller. Also der Fingerabdrucksensor funktioniert hier schneller als beim Mate 20 Pro. Die Gesichtserkennung funktioniert meiner Meinung nach beim Mate 20 Pro besser. Aber ich glaube auch hier, weil OnePlus immer noch bis heute sogar fleißig mit Updates rumgemacht hat, wird da noch ein bisschen was kommen, damit die Performance ein bisschen fixer wird. Akku, 3700 mAh Akku, ja, ist nice, aber hat in der Praxis bisher noch keine längere Laufzeit ergeben. Sind halt tatsächlich Sachen, die einen Langzeittest benötigen. Dieses Telefon ist jetzt seit 3 Tagen in meinen Händen, wurde ja heute erstmal offiziell vorgestellt an diesem Montag. Und um da noch mit detaillierteren Infos zu kommen, die ein bisschen über das hier herausgehen, was wir euch mit diesem Video mitgeben wollten, braucht es noch ein paar Tage. Das heißt, lasst ein Abo bei Turnon da, schreibt aber gerne schon mal in die Kommentare, was eure Eindrücke sind, auch bei dem Google Fotoalbum mit den Beispielfotos oder jetzt auch durch das Video. Habt ihr es vielleicht sogar selber vorbestellt? Dann können wir auch ein bisschen darüber quatschen. Wenn ihr auch schon Fragen habt für ein baldiges Video oder weiteres Video zum OnePlus 6T. Und Social Media für ein bisschen Behind the Scenes. Wir machen ja auch nebenbei Behind the Scenes und auch auf dem Community-Tab hier auf YouTube. Es lohnt sich also, dem Turnon-Kosmos noch immersiver treu zu werden.
So, genug Werbung für unsere Belange gemacht. Ich werde jetzt, glaube ich, noch mal absurdes Essen in mich hineinschmeißen. Ja. Aber insgesamt Fazit, kann man sich geben. Ab 6. November im Handel.